Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Was man so tut am Samstag in Florida. Heute ist, so können Sie glauben, tatsächlich Samstag. Die Sonne scheint, die Rottweiler sind zufrieden. Ja, jetzt sage ich mal, wie sie quasi sind. Hier, guckt mal da. Na. Porsche? 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 Dutch. 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 Ja, der Davidson ist im Haus, weil ich bin da dran zu meinen. Ich habe ja gesagt, dass das bald wegkommt, da gibt es eine ganze scheiß Blätter und so ein Scheiß. Ja. Die Bäume, ihr seid weg. Bäume sind ja normal gut für die Natur, aber die müssen weg. Weil mir geht es auf den Sack, dass wenn ich schon mal im Pool heize, ja, mit Propangas, dann will ich auch neue Jugend kennen, ohne dass da ständig Blätter rumschwimmen. Und deshalb mir die BM weg und ich tue dafür als Ausgleich einmal wieder meine Socken an der Luft trocknen, dass das CO2-Ding ausgeglichen wird. Aber der Grund, dass ich das Video heute mache, ist illegale Immigranten. Beschäftigt, dass wir einen Wert haben auch im Land. Ja? Also illegale Immigranten, die kriegen bei uns nicht mehr bei euch, die kriegen also gar nichts von uns. Da gibt es keine Möglichkeit, die müssen gucken, wie sie durchkommen. Da gibt es keine Sozialhilfe und so einen Scheiß. Und das muss ich als rechtschaffender Bürger natürlich ausnutzen, ja? Dass eben für mich mein Geld übrig bleibt, um solche Sachen wie hier Pool und Motorräder und Porsche und Hubschrauber, Boot, Jetski, all den Scheiß zu finanzieren, ist das natürlich, ich heiße illegale Immigranten willkommen, weil ich schon einen Vorteil. Also wenn ich die jetzt angeheuert, die haben mir da jetzt einmal den Tag gelohnt, mir die im Prinzip Gruppe wie die so, ja, ich sag's euch einmal. So sieht es aus. Die müssen da die Bäume fällen und wegschleppen und die kleine Stickle sägen. Also handgerecht, sodass ich sie verbrennen kann und Spaß haben kann an meiner Lagerfeuer. Und da kriegen die jetzt so viel, dass sie halt mal einmal zwei Tage lang ihre Familie ernähren können vielleicht. Und hier sind da eine Frau drüber. Ja, ja, und meine Frau auch. Meine Frau auch. This isn't a YouTube video, is it? Yes, it is. What? Yes. Ja, 666. Ja, ja, so sieht es aus am Samstag in Florida. Gell? Also, wie gesagt, von mir aus können meine Bubbaumer kommen, solange sie halt mir die niedrige Arbeit ausführen und ich gebe denen ein wenig Handgeld. Dann ist das okay. Aber so bin ich halt erfahren, dass ich Steuern zahle und ihr kriegt da irgendwie Sozialhilfe oder so ein Scheiß oder ein Telefon zahlt oder Farbfernsehen und Wohnung. Dann habe ich ein Problem damit, ja, weil dazu zahle ich keine Steuern. Ja. So, also, so viel zu dem Thema und ich melde mich demnächst mal wieder. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört vom Bleff und vom Geigerfiedler. Melde dich einmal, gell, wenn wir das sehen. Ja. Also bis dann, 666, lasst es euch nicht gräben. Ciao.